Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Gaming-Hobby-Freunde. Mein Gott, meine Anmoderationen werden auch immer und immer schlimmer. Danke. Moin Leute! Nun nicht der schon wieder, nein, Spaß. Leon, Erstmal jetzt möchte ich läuft es mich, unserem Garten! bevor ich die Leute hier vorstelle, die hier auf dem Server mal wieder mitspielen, möchte ich ganz Ganz kurz kurz vorher vorher noch noch mich mich bei bei Sandro Sandro Leitinger Leitinger bedanken, bedanken, der ja immer war so immer so schöne schöne Kommentare unter Kommentare unsere unter unsere. Videos schreibt. Danke. Sandro, wenn du damit nicht klarkommst, dass wir 100 Mal berühmter sind als du, dann. Patrick. So, und im Team sind heute natürlich Paddy, Paddy, Tommy, Tommy, Leon, Leon, Maddis Moin! und Moin! What's up? Moin. What the fuck? Ja. Schlechte Nachricht. What the Nein. fuck? Doch. Hast du dich zu Ah. viel bewegt? Ja. Oh, Patrick, dein Einsatz. Was muss ich machen? Muss ich ihm die Beine brechen? Alarm! 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 Was ist? Nee, hier im Tommy und ich sind heute auf der Rettungswache und haben uns Haben da uns da bereit bereit. erklärt, dass er mit auf den Runter vom Fahrrad. RTW geht und RTW ich mit auf den NEF. geht. Ja. Leon, kurze Frage. Was machst du da in unserem Slot? Wo ist es gegangen? Was ist Ja. los? Ich hab Marie, was ist Bagger. los? Ich musste Wiederbeschütz. ausbaggern, Noch sonst war alles nicht. da hinten voll. Noch Okay, war wir nicht müssen viel noch. Ja, ich hab los. reingeschissen. Nev. Umändern. Tommy, bis Tommy, jetzt bis hatten wir jetzt noch hatten wir nichts. nichts. Jo. Fabi, du hast es gelesen im Player Leon, kannst gerade, du ne? einmal bitte zur Was? Besprechung oben in den Besprechungsraum? Dass Danke. Maurice gerade gelieft ist. Ja. Das heißt, Ja, wir haben jetzt wir machen eine. das Okay. schon. Warte, jetzt kommst du auch eben kurz oben in den Maurice, Besprechungsraum. willst du noch Willst du mal noch wieder mal wieder draufkommen, draufkommen, oder? Ja, Ja. ich komme noch mal drauf. Okay. Nein! Patrick? Nicht die Bambusleitung, nicht die Dann. Bambusleitung, nicht die Bambusleitung. Nein, nicht die Patrick. Bambusleitung. Ich habe eben nur was runtergeladen, deswegen. Patrick, Ja. dann fahrt ihr ihn gleich schon mal da das wegholen, was ihr davor, was er noch machen muss, ne? Dass Ja, das da das nicht kann gleich er steht. alleine. Das Und kann wir er haben alleine. jetzt Das gerade kann er einen Anruf alleine. bekommen, wir sollen einen Krankentransport übernehmen und dann Wenn ihr Hilfe braucht, müsst ihr Bescheid sagen. hier. Wir fahren jetzt Fahrt zu die dem Haus hin. Magenleiter los, Ich ne? fahr Ich mit fahr dem mit dem Neff vor, ne? Jo, mach das. Ich komme mit dem RTW hinterher. Jo. Zwar für so einen Leon Krankentransport. hinsetzen. Ne. Leon auch auf den Stuhl setzen, bitte. Ey, sieht man eigentlich, dass ich Ich will sitze? nicht deinen Arsch sehen. Leon, ich will nicht deinen Arsch sehen. Ey, Paddy, siehst du eigentlich, dass ich sitze? Nein. Ja. Ja. Hallo, bitte NEF erstmal. 1 Anleitstelle. NEF 1 Anleitstelle. Leitstelle hört? Ja. Wir sind aus zur. Zum Krankentransport. Krankentransport. Attis, wieder hinsetzen. Ich hol mir einen Kaffee. So, Achtung, ich connecte gleich. Erstmal hallo, dass ihr alle gekommen seid. Ey, Paddy, warum steht hier in unserem Nebenraum in der Küche eigentlich ein schwebender Schrank? Der Tommy. Weil er aus kam. Der hängt an der Decke, du Idiot. Der ist aber unsichtbar auf der einen Seite. Ich weiß. Hallo, das Habe ist ich so der angemalt. neumodernste Schrank, den es gibt. Nein, Fabian, hör, red nicht so blöd. Den haben wir auf der einen Seite angemalt, wie die andere Seite aussieht. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Heute machen wir einen 12-Stunden-Dienst. Du stinkst. Ach. Mann, Auf Leon. der. Hallo! Auf der Wache und Leon hat keinen Kopf mehr, danke. Er ist tot. Scheiße, Wiederbelebung. Mathis, du übernimmst heute die DLK. Ja, okay, tschüss. Oh. So, Und da. Leon übernimmt das HLF. Und ich bin das ELD3. Einspruch! Ey, dein Einspruch geht mir gerade am Arsch vorbei. Unser Chef hat es Einspruch! befehligt, also halt's mal jetzt, Kollege. Patrick? Patrick? Ja. Ist das ein Unfallopfer? Wie bitte? Was ich so mithöre. Was? Das, was ich so höre, das, was du da so sagst und was deine Leute da so zueinander sagen. Ich glaube, ich muss mal mit dem Personalrat reden, dass die dich zu so einem Seminar schicken. Was kann ich dafür, wenn das so hier komische Leute Für sind? qualifizierte Führungskräfte. Seife, Jetzt ist Seife. so, Leute, hier! Sonst Leute, dann Leute, wachsitzen! nein, Ich gehöre hier sonst ist nicht Patrick. dazu! Belastend sowas Seife und dann. Seife! Nein, Leute, jetzt ist gut. Bus. Bam. Leon, Bus. Mathis, jetzt ist gut. Bam. Barbie, dann sehr Bus. ruhig.
komm. Günther übernimmt die. Übernimmt, keine Ahnung, irgendein anderes. Bam, ich kaufe mir bald schon neuen, übernimmt eine neue Grafikkarte. Bambus. Ja, chill, das liegt an der Grafikkarte. Patrick, hatte ich nicht gesagt, ihr sollt schon mal die Sachen von Maurice wegfahren und euch schon mal bereit machen? Welche Sachen? Du-düt. Ja. Würden wir ja machen, wenn er nicht synchronisieren würde. Ja, ihr habt zu lange gesprochen. Jetzt synchronisiert er ja schon. Ihr solltet da ja schon sein, bevor er wiederkommt. Ja, und ich bin da. Synchro ist zu Ende. Ich frag mich gerade, was soll ich machen? Fährst du rückwärts drauf, Tommy? Jo, mach ich. Fragen wir mal, wie es den Leuten da so geht. Patrick wird so langsam zu eng für die Tür. Und für die Treppe. Ich bin zu blöd, ich laufe immer gegen die Treppe. Ach, ist das schön hier. So ein schöner Spaziergang. Was sollen wir jetzt machen, Chef? Fahrzeug putzen. Jeder putzt sein Fahrzeug. So. Kannst dein eigenes putzen. Ich hab hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere. Ich sagte doch, jeder putzt sein eigenes Fahrzeug. So, hallo. So, ich hab verstanden. Wir wurden angerufen, dass hier ein Transport und Krankenhaus. Oh, mein Auto ist hier. Geordert wurde. Besteht die Forderung immer noch oder? Ist mittlerweile wieder in Ordnung. Könnt ihr wiederholen? Okay, ja. Ich empfehle ihn erstmal nur zum Hausarzt zu gehen, dann. Weil ich kann mir so. Das klingt okay, ganz normal. Gehen Sie lieber erstmal zum Hausarzt, sonst werden Sie sich ins Krankenhaus quälen und wenn dann was ist, kann der Sie ja gleich ins Krankenhaus einweisen, so gesehen. Und dann geht das ja auf die Geschichte schneller, wenn wir sie jetzt, als wenn wir sie jetzt bringen. Okay. Fabian. Vielen Dank. Tschüss. Tommy, können wieder. Jo. Hat sich bis... Paddy, soll ich die Leiter aufstellen und aufs Dach hoch? Nein, wir sollen das Fahrzeug gewaschen, aber ich weiß gerade nicht, wo unser Hochdruckreiniger geblieben ist. Fabian, ich fahr schon mal vor, oder? Fabian, ich hab schon mal Hochdruckreiniger bei der Feuerwache stehen. Maurice? Ja. Alles klar soweit? Ja, ich mache so eine kleine Spritztour erstmal. Der Teil hat keine Differenzsperre, da ist eben deine Sachen holen. Wir warten da auf dich. Und wir, Fabian, öffnet jetzt die Karte, dann gibt's. So, ich muss noch mal ganz kurz. Muss noch ganz kurz was machen. Moment. Alles bestens heute. Maurice, hast du deine Sachen? Bitte was? Bist du bereit? Mhm. Gut, dann komme ich hin. So, habe ich das auch erledigt. Nef 1. Mainburg an Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Ja, wird nach Erkundung der Lage wurde kein Krankentransport mehr benötigt. Die Person geht zum Hausarzt erstmal und wir rücken wieder ein. Was für ein scheiß Leben, ich hab keinen Bock mehr. Und ja, und mach das nicht so laut lachen. Wenn du lachen musst, lach, aber leise. Und ich hätte das gleiche Frau will. Alter, so wie Leon fährt. Leon. Lebt hallo, so wir haben 12 Stunden Dienst, Leon. Du kannst dich einfach so abhauen. Ich muss meinen Bagger wegbringen. Meine Polenarbeiter brauchen den gleich noch. Oh oh. Das darfst du nicht so laut sagen hier. Ja genau, nicht, dass das die Falschen nicht kriegen. Der hat reingefahren. Jo, was ist? Ich wollte mal gerade meinen Spind angucken, oh, ist der toll. Nehme ich mir mal meinen Helm und meine Jacke. Ey, er hat das Auto vorwärts reingefahren. Und pack die mal auf mein Fahrzeug. Wer hat das Auto vorwärts reingefahren, Alter? Ja, und du weißt, wenn wir falsch spielen, immer vernünftig. Ich hab das nicht vorwärts reingefahren. Du bist aber da mit ihm gefahren. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ja, das wissen wir.
Ich gleich auch nicht mehr, wenn jetzt endlich mal ein Einsatz reinkommen würde. Alles Scheiße hier. Wenn jetzt endlich Patrick mal ein Einsatz reinkommen würde. Ja? Ist das jetzt schon? So, öde, kein Einsatz. Ja, ist die DLK denn schon wieder im Stall oder ist die DLK immer noch auf der Waschmaschine? Ja, die ist schon wieder im Stall. Okay. Das Pferd ist wieder zu Hause. Tommy. Ja? Schön, dass das im Moment so ruhig ist, ne? Jo. Oh, ich war das schwach, Alter. Das haben wir so selten, ne? Dass man so ruhig auf der... Wollen wir einen Kaffee trinken? Jo, können wir machen. Lass mal Kaffee trinken. Mathe, fährst du den Kaffee rein? Es verlässt sich meine Freunde dann sowas. Hier ist die Leitstelle Mainburg mit Einsatz für den Rettungsdienst und die Feuerwache 1. Hauptsächlich DLK und HLF und ELW 3. Person droht zu springen vom Turm des Landhandel Billiger in der Butendorfstraße. ELW 3 an Leitstand kommen. Leitstand hört. Einsatz übernommen. Ja, das ist verstanden. NF 1 hat Ausfahrt. RTW 1 hat auch Ausfahrt. Alles Scheiße, ich hab zwar ein geiles Auto und ein geiles Haus, ich hab alles, aber na, kein Bock. Aber keine geile Frau. Aber ich will nicht mehr leben. Erst verlässt sie mich und jetzt sowas hier. Jetzt könnte ich da auch noch mein Chef mich und alles Scheiße hier. NF 1 an RTW 1 kommen. RTW 1 hört. Wir fahren hier in der Zwischenstraße durch. Und dann bleibst du vorne an der Straße stehen, weil. Und Horn bitte ausschalten, ne? Ach nee, jetzt kommt auch noch die Feuerwehr, was wollen die denn? Bleiben Sie bitte ganz ruhig. RTW. Ja, schön, seien Sie ruhig da unten, ey. ELW. Gehen Sie weg, ich spring gleich. NF 1 an Leitstelle. Einsatzstelle an. Patrick! Patrick! Schieb deinen dicken, fetten wie weg! Und warum seid ihr mit Horn durchgefahren? Ja. Naja. DLK. Bleiben Sie doch bitte stehen. Hallo. Hier, Fabian, ich weiche Sie ein. NEF-Fahrer, gehen Sie wieder auf Ihrem zu Ihrem Fahrzeug bitte. Ganz sicher nicht. Bereiten Sie sich vor. Ja, gehen Sie ich bereite mich davor. Sie brauchen gar nicht hochgehen. Ich gehe da hoch. Ich habe gleichzeitig neben der NEF-Ausbildung gleichzeitig. Sie sind jetzt aber NEF und Sie bleiben jetzt. Herr von und zu, ich habe ihr, ich sehe ihr Namensschild gerade nicht, aber sie sehen ganz. Dieter Parker, mein Name. Mein Chef, halt mich nur auf. Ich bin hier gerade. Ich baue die Drehleiter im Auto, dass ihr. Aber als Notarzt habe ich auch eine Ausbildung für die Psyche, also bitte. Ich. Lassen Sie uns erstmal die Drehleiter positionieren. Ja. Ich lasse sie doch auch ihre Arbeit machen, aber ich möchte gerne mit dem Typen da oben kommunizieren, Polizist. Dann gehen Sie zum ELW und nehmen das Megafon. Ja, hab ich doch schon selber. Hallo? NEF 1 an ELW. Wie heißt er da oben? Hat da schon wieder jemand einen Namen? Nein, wir können ihn nicht verstehen. Ha, ha, ha. NEF 1 für RTW 1 kommen. NEF 1 hört. Ja, es stehen noch Bereitstellungsraum, sollen wir weiter zur Einsatzstelle vorrücken? Kommen. Ja, fahrt mal bitte am Halef vorbei und stellt euch bitte zum ELW. Ja, verstanden. Ja, jetzt kann Halef auf dem Lager. Hallo, Mathes, komm da runter. Ja, du kannst leider nicht mit der Kamera da oben hingucken, deswegen. Mathis, ich hab gesagt, ihr sollt zur Bereitstellung euch hinstellen, nicht zur Personenrettung. Ich nehme meinen Sanitäter. Hallo. Erreicht. Halef Angriffstrupp an ELW. Hallo, wo ist hier der olle Einsatzleiter jetzt? Wo wieselt der Einsatzleiter rum? Ich frage, sollen wir mit einer Person durchs Gebäude vorrücken? Nein, ihr bleibt am Boden, der Tommy? ELW-Fahrer geht nur hoch. Jo. Komm bitte zu mir. Nicht gehen Sie weg, ich spring gleich. Sie bleiben hier. Bleiben Sie bitte da so. Tun Sie das nicht. Warten Sie mal einen Moment. Riecht Stimme, Alter, ich spring gleich. Tommy? Sehr interessant, was Sie hier reden. Tommy, kommst du bitte mit?
Juckt mich bereitet alles nicht. Das Sprungtuch vor, bereitet das Sprungtuch vor. Ja, bitte auf der. Go, you up. Ey Leute, ich schätze. Moment, warten Sie, nein. Warum? Komm. Ach, ja, Tommy, komm bitte mit. Wir müssen. Der wird aufgebaut. Hallo. Könnten Sie mir denn bitte Ihren Namen sagen? Sprungbretter bereit. Sprungbretter? Wir wollen ihm nicht die Knochen brechen. Darf ich denn Ihren Namen erfahren oder möchten Sie mir den nicht sagen? Ich heiße Peter. Ja, Peter. Ich kann Ihre Situation ganz sicher verstehen, wenn Sie mir erzählen würden, warum Sie das tun wollen. Eieiei, was Sie für eine Scheiße labern, echt? Eine Scheiße labern. Es gibt nicht nur Menschen wie Sie, die so etwas versucht haben, also... Ja, stell dich da jetzt mit dem Sprungtuch hin. Sofort. Möchte ich gerne wissen, was... bitteschön so schlimm sein kann, dass Sie... Hören Sie auf mit Ihren Romanzen hier. Was? Hören Sie auf, irgendwas zu sagen, ey. Sie haben ein schönes Auto. Ey. Was? Scheiße. Und die Feuerwehr kann auch nichts. Ach, wie gut, dass ich vom NEF. Ey, das ist so ein Fun Fact, Alter. Fun-Video. Maurice, jetzt müsste ich dich rein theoretisch noch so gesichert haben und dann fällst du runter, ich fall hinterher und dann... Leon, was machst du da oben? Ey, Fabian, guck mal, zeig dir, wie es geht. Okay, ich komm. Tun Sie es bitte nicht. Kommen Sie einfach mit. Sie... Nein! Okay, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Das. Wo bin ich hier? Wieso? Wir sind doch voll auf Sprungretter gefallen. Alter, ich schwitze vom Lachen, ey. Sie wollten da oben runterspringen, also sie sind was, dann auf wo diesen, ist oben? Da oben. Nicht da, wo ihre Füße sind. Wo sind meine Füße? Ich sehe die nicht mehr. Die haben, die sind, oh, diese was da. Was sind das für? Gib mir deine königliche Fusche. Sie sind doch, ich möchte aber bitte was wissen. Sie sind doch auf diesen Sprungretter gefallen, so wie wir alle auch. Nein, hier ist Patrick. Neff 1 an Leitstelle, Person Exitus. Lebe ich noch, hä? Neff 3 an Leitstelle, Person tot. Person unter Drogen. Tappelt hier bildlich, buchstäblich herum. So, wir möchten Sie gerne noch, auch wenn Sie schon tot sind, mit dem Rettungswagen mitnehmen. Das ist uns eine Ehre. Küchel. Was? Macht Platz da, ihr Luschen. Hier kommt die Feuerwehr. Küchel. Oh, Mathis. Ich hab doch gesagt, hier kommt die Feuerwehr. Oh nee, Leon. Oh Gott, guck mal, hier steht sogar noch ein Titellaster. Okay, Tommy, pack ihn ein, los. Pack ihn ein und schnell weg. Los! Fabian. Ja. Einmal bitte Adresse vom Krankenhaus. Folge mir. Ganz schnell, wir hauen hier ab. Wir wollen hier nichts mehr mit zu tun haben. Schnell. Nein, die Drehleiter, sie verfolgt mich. Nein,
räumen da mal nachher die Unfallstelle mit dem Bagger auf, ne? Ich glaube, dass einer aufkriegt, kriegen wir sonst nicht um. Oh oh! Spar, Mathe, spar! Tommy, wo bleibst du? Ich kann das so langsam! Ich warte auf dich! Scheiße, das geht ja auch noch berghoch! Komm hier! Buddy, ich komme! Er kommt! Solange er die Schweinerei selber wegmacht. Oh fuck! Schnell weg hier! Ja! Na guck mal, wir machen Fahrspuren, Alter! Alle Wappa! Alles klar! Alles klar! No. Oh, Junge! Ich steck fest in Autos! Vorsicht, die Feuerwehr muss hier durch. So, jetzt ist gut. Ich komm ja nicht mehr weiter. Ah, doch, jetzt endlich. Weg hier. Fabian, schnell weg. Yo. Alter. Ich hab so ein Lachflash, ne? Ja. Die Zuschauer werden wahrscheinlich, wenn sie das sehen, auch sowas von durchdrehen. Ey, Fabi, willst du das Video hochladen? Ja. Ganz sicher. Hier geblieben! Feuerwehr! Ey, die Überschrift ist, funny Video, so hat die Polizei, so hat die Feuerwehr ihren Dienst in der Freizeit. Genau. Verfolgungsjagd. Ich räume noch mal ein bisschen die Verfolgungsjagd nach einem Todesurteil. Ich glaube, ich muss mal eben mit dem Bagger zur Unfallstelle. Ich glaube, den einen PKW können wir sonst nicht mehr retten. Ey. Ja, genau, mach mal. Ey, ich schieb Tommy an, sonst ist er mir zu langsam. Tommy, Haupthof! Tommy, Haupthof! Fabian, wir müssen noch die RTWs tun. Tommy, Haupthof! Hilfe! Nein! Alle mobben mich! Oh, Junge! Patrick, fahr! Tommy, wo bist du? Ich fahr irgendwo hier voll lang. Hier Straße rein, ne? Rechts. Die nächste TH-Straße musst du rechts rein. Nein! Tommy, fahr einfach weiter, ich komm dich retten! Der Bagger tanzt. Hey, was war das denn? So, Patrick. Patrick, überleg dir schon mal, was du gleich sagen möchtest. Zum Schluss. Halt, stopp, nicht hier spricht... Nicht die TH-Straße! Das ist eine Sackgasse! Nein, Tommy! Ich will nicht, dass du stirbst! Na gut, nein. So trickst man Leute aus! Nein, Mathe! Okay, es drückt nachher niemand speichern. Tommy, voll in die Bremse! Ey, doch, ich räum doch gerade auf, Mann! Nein! Das hat Colli, Scheiße! Komm, fahr! Ich fahr schon! Fabi? Ja? Egal, später gleich. Fabi, ich fahr gerade in der Leiter drinne. Hallo, Tommy. Ich versenke die Autos einfach nicht. Ich hab einen Bagger, ich kann euch retten. Wir versenken sie jetzt alle, Alter. Oh, Wasser. Fuck. Ja! Danke, Mathis. Patrick schiebt mich an. Tommy, wir haben... Patrick, okay, jetzt können wir, glaube ich, abhauen. Ja, Tommy, wir haben sie ausgeschaltet. Jackpot. Und danke, Mathis, dass du mich angeschoben hast. Das hat auch nur ihr. Ich lade mal kurz dein Auto aus, ne? Nein, scheiße. Tommy, fahr einfach weiter geradeaus. Die ganze Zeit geradeaus. Jetzt auch geradeaus.
Das ob das so gut geht, scheiße! Du Scheiße, ich steck fest! Bei Feld 24, Jungs, hinterher! Dumm! Ei, ei, oh. Ei. Tommy, lass mich nicht Tommy, alleine! Ich komm euch immer näher! Tommy, wo bist du? Tommy, nein! Komm zu mir! Ach ja. Ich bin bei eurem Filmhof. Polizei, stehen bleiben! Hm? Oh oh. Oh oh. Hallo? Patrick, fahr mein Auto nicht kaputt. Ich töte dich. Nein, Scheiße! Haha. Fabian, stehen bleiben! Patrick, ich häng hinter Tommy. Das ist gut. Ich hab eben Fabians Auto ausgeliehen. Heimlich gemobst. Jetzt ist er weg! Das Gute ist, mein Auto schneller als er. Mathe ist der LWR. Eieiei, Leon. Mathe ist so schön, wie es ist, wer bremst, weil hier. Vielen Dank fürs Reindrehen. Irgendwie stimmt was mit der FPS-Zahl nicht. 12. Haha. Paddy, komm schnell. Ich bin unterwegs. Tommy, pass auf. Ey, das ist die Langeweile der Feuerwehr. Genau. Und die Langeweile des Autos von Fabian. Ja, also. Illegale Straßenrennen, Alter. Der Polizei ist schon unterwegs hier. Also so viele Leute, wie wir auf den über den Haufen gefahren haben. Ein Auto liegt auf dem Kopf, oh. Nein, scheiße! Okay, das wird eine Anzeige geben. Nein! Maurice! Maurice! Anzeige ist raus, ne? Nein! Verdammt, ich hab Fabian wieder verloren! Scheiß Hamburger! Okay, das gibt's noch eine extra Anzeige. Oder Mathis, was sagst du dazu? Ja, Mann! Wir bleiben! Fabian, ich bin wieder frei! Ich versuche ihn hinten abzukesseln immer und immer wieder. Das war komisch formuliert. Oh, sorry, schnapp ihn! Hallo? So nochmal auf die Frage zurückzukommen. ob ich das hochlade, wir dürfen so einen Spaß den Zuschauern doch nicht vergolden. entgehen lassen. Das dürfen wir denen ja nicht vorenthalten. Heute kommt mal ein anderes Video. Ja. Aber dafür kommt morgen ja, wieder normal. Ja, ich hab das Auto wieder gedreht. Ja, Leon ist gut. Leon ist gut. Leon ist gut. Leon. Du bist Fati. Ey Fabi, dafür machen Polizei, wir bleiben wieder Sie stehen. Ein normales Video, ne? Ja, komm, lieber raus. Tommy. Polizei, nehmen Sie die Hände Tommy, auf. Hilf mir. Guten Tag, Polizei Mainburg. Einmal aussteigen, bitte. Tommy, hilf mir. Hallo, einmal aussteigen, bitte. Wo bist du denn? Ich komm ja nicht mehr raus. Tommy. Danken Sie sofort aus, sonst mache ich die Schusswaffe zu Gebrauch. Ja. Sonst kommt die Polizei Hamburg noch. Warte, ich komme. Fabian, ich komme. Tommy, help! Ich hab durchdrehende Reifen. Ey, Tommy braucht noch Ewigkeit, bis er hier ist. Tommy! Ey Leute, Tommy. Leute, lasst ihn noch mal raus, sonst ist das langweilig. Tommy, ich kümmere mich um Tommy. Nein! Tommy! Habt ihr die BK und die... Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei Mainburg. Bleiben Sie stehen. Halt's Maul! Bleiben Sie stehen oder die Polizei Hamburg kommt noch dazu. Ja, gleich kommt die Polizei Hamburg. Mhm. Und die übertreiben richtig, glaub ich. Ja, Mann. Boxen euch alle weg. Guck mal, Tommy fliegt schon vor mir, Alter.
Tommy, pass auf dich auf. Haben wir noch nicht kümmern uns um den Markus und ich. Maurice. Ja? Hey, la. Tommy, ich bin wieder frei, ne? Ich bin auch im Moment frei, noch. Stabilon! Stromkasten. Natürlich, ich fahr direkt gegen die Wand, Alter. Ah! Dann. Ja, fahr. Ah, fuck. Nein. Nein. Das hat gefahren. Das hat ich vorhin mit mir weht. Ey, Fabi, morgen gibt's aber wieder ein normales Video, ne? Ja. Eventuell, ja. So was auch mal Spaß, so eine Verfolgungsjagd. Ey, Fabi, nicht eventuell, es gibt morgen ein normales Video. Ey, ja. Das muss man machen, so eine Verfolgungsjagd. Mehrere Polizeiautos kaufen und dann so eine Verfolgungsjagd über Mainburg. Das ist ja auch mal geil. Lass doch, ey, Mann, das können wir so als 500 Abonnenten-Special machen. Ja, genau. So eine Verfolgungsjagd aus 500 Abonnenten-Special. Meine Güte, wo habt ihr die scheiß Fahrzeuge versenkt, ey? Im Wasser. Ja, doch nicht die DLK. Doch. Okay, ich befreie das gleich. Leon, helf uns lieber! Die funktionieren ja sowieso nicht mehr. Ja, in der DLK, da ist doch Mattis nicht rausgekommen. Patrick! Wie dumm seid ihr eigentlich, Mann? Jetzt können wir die gleich zurücksetzen und abholen. Der Server wird sowieso nicht gespeichert. Was soll das? Dann steht mein LKW wieder an der Mitte im Kapparaten. Ja, nee. Leon, los, Leon! Ey, wir müssen Fabi versenken. Los, versenk ihn. Los, Patrick, schieb ihn rein. Ja. Danke. Nein. Ja. Nein. Diesmal gibt's versenkt. Ey, hallo, meine Lenkung ist im Arsch. Meine auch. Ich kann nicht mehr lenken. Ich kann gerade nicht mehr fahren. Yay. Leon, hast du noch mehr zum Aufbauen? Polizei, bleiben Sie stehen. Wo ist der Vogel? Leon, Wasser. Wie nicht mehr. Der Ball ist auch versenkt. So, ja, ich muss so essen. Leute. Ganz klar. Ja, Leute, nachdem ihr gerade eben diesen 32 Minuten reingezogen habt, bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr euch dieses lustige Video angeguckt habt und schreibt doch ins Kommentar, wie wirklich krass abgefahren scheiße dieses Video war. Nein, hier ist Patrick. Die sind aber aufgedreht. Ey. Entschuldigt bitte, dass es heute so ein wenig Heckmeck damit zwischen war. Hätte nicht sein sollen, aber Heckmeck. Aber so ein bisschen Spaß tut immer gut, oder nicht? Also, ne, mal ein bisschen Abwechslung. Das Video wird jetzt aber auch nicht als V08 gewertet. Das ist einfach nur einfach mal wieder ein verrücktes Spaßvideo. Danke, dass ihr zugeschaut habt und schaltet beim nächsten wieder rein, wenn's heißt Gaming HD ist am Start. Ey ho, Gaming Freunde. Ja, wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal und bitte nicht deabonnieren, nachdem wir diese Scheiße abgezogen haben. Bitte erst recht ein Like da lassen. Genau. Ciao.